So, schon sind wir wieder wach. Ich erschrecke jedes Mal, ich denke auf das Tritt und ich denke, ich bin auf die Platte getreten. Wollen wir eigentlich einen Hühnerstall mal generieren? Hier irgendwo für die Herren und Damen, die hier so abchillen. Hier wäre doch ein super Hühnerstall. Hier direkt neben dem Haus. Einfach einen kleinen Zaun und ein paar Hühner rein. So ein Mini-Hühnerstall. Sieht das hier aus wie eine Bauernbude? Naja, nicht unbedingt. Wie von so einem. Ich komme nicht mehr raus. Wie von so einem Hühnerbauer? Nee, ne? Gut, das hier sieht ein bisschen sehr klein aus. Das ist ja eigentlich eine Terrasse hier. Wobei die Terrasse ja auch arg zu wünschen übrig lässt, ne? Nehmen wir denen die Terrasse weg und machen da vielleicht den Balkon weg, machen da vielleicht irgendwie so einen Hühnerstall draus. Ich weiß nicht. Das sieht auch nicht so aus. Wo machen wir denn unseren Hühnergedöns hin? Naja, hier können wir ja schlecht. Hier ist ja. Hier geht es ja aktiv runter. Ja, und hier haben wir ja schon unseren Grünfutter-Dings. Gut, hier neben wäre noch Platz. Da könnten wir von da durchgehen. Könnten wir hier einen Hühnerstall hin. Ups. Generieren quasi. Zäune haben wir genug. Oh fuck, jetzt bin ich auf das Beet getreten. Ach, ich bin auch ein Ochs. Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Und auch das ist ja neben meinem Haus. Ach, das ist aber auch blöde. Das will ich jetzt doch nicht mehr haben. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch hier einfach mal so frech hier so eine Bude hin. Was tue ich denn da? Genau, genau. Und machen einfach das hier weg. So in etwa. Machen da vorne mein Zäunele wieder hin. Ich will mit den Hühnern nämlich nichts zu tun haben. Aber hier machen wir einfach einen Weg. So, oh, die quatschen gerade. Die zwei Metzger haben sich unterhalten über die neuesten Schlachtrezepte. Hier, du, wenn du das mit dem Fallbeil machst, da geht das viel besser wie mit so einer Handaxt. Da kriegst du die Kuh gleich tot. Ja, das ist natürlich spannend. Ne? Muss man natürlich auch wissen. Die Jungs so. War das eine Spinne? Hey, habt ihr gesehen? Die ist am Fenster vorbei. Das war eine Spannerspinne. Wo sind denn meine Stickies da? So, wenn wir brauchen. Ja, wir brauchen noch viel mehr, junger Padawan. Wir brauchen nochmal so zwei Dinger, damit wir hier Dinger machen können. So, Dinger. Dinger hier, Dinger da, Dinger so, Dinger hier und Tor denn da auch. So. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal. Was habe ich vergessen? Was habe ich vergessen, Kinders? Ich vergessen, sowas. Lalalala. Da gehen wir doch mal hin, Bogen weg. Sag mal, Spinne. Warum greift die mich denn an? Das ist mitten am Tag. Ist die bescheuert? Hast du mal auf die Uhr geguckt, Spinne? Muss friedlich sein, sagt die Uhrzeit. Dumm Ding. Für die Spinnen sind auch nicht mehr das, was sie noch nie waren. Besonders benutzerfreundlich. Wo ist mein Tor? Hier, so, erstmal ein Tor. Zup. Geht wunderprächtig. So. Haben wir doch hier wieder ein Traumparadies für werdende Hühnermütter geschaffen. Ach, ist das hier ein Ding? Ist das ein Ding oder ist das ein Ding? Da kann ich nur eins zu sagen. Wo ist mein Weed? Wo waren jetzt eigentlich Hühner? Das ist ja wohl mal das nächste Problem. Müssen wir wohl erstmal Hühner finden. Und zwischendrin muss ich wohl mal irgendwas essen. Ach, mit Bäuerchen. Fein gemacht mit Bäuerchen. Tja, das ist wohl der Schmied, so wie der aussieht. So eine dicke Nase kann ja nur ein Schmied haben. Oder holen wir Schafe? Nö.
Hühner wäre geiler, oder? Wo ist es denn? Komm, Huhn, komm mit Vati. Guck, das ist ein anderes Huhn. Das ist nicht aus dem Texturpack. Nee, Schaf, dich wollte ich eigentlich nicht. Ach so, jetzt brauche ich noch einen Huhn. Aber fangen wir mal klein an. Ja, fein mir nachkommen, Hühnchen. Warum sage ich eigentlich Hühner? Und keine Schweine oder sowas? Weiß ich jetzt gar nicht. Wir nehmen jetzt Hühner erstmal. Das hat erstmal vor Aufregung volle Kanne ein Ei fallen lassen. Um nicht zu sagen, wäre das jetzt ein männliches Huhn? Ja, ein männliches Huhn, bitte aufpassen hier. Ein männliches Huhn, könnte man sagen, dem ist ein Ei aus der Hose gefallen. Aber da Huhn ja zwangsläufig weiblich ist, kann dem ja auch kein Ei aus der Hose fallen. Ne? Und Hähne wollen wir hier nicht haben. Wasserhähne haben wir ja zu Hause genug. Was ist denn das hier eigentlich? Okay, ich behaupte mal, das sieht ein bisschen strange aus. Im Grund machen wir das einfach hier so zu, da, so. Wo haben wir denn hier noch ein Hühnchen? Entschuldigen Sie mal, Herr Schaf, haben Sie ein Huhn gesehen? Okay, okay, sorry, ich wollte nicht stören, ey. Ja, Hühnchen, ich sehe jetzt keinen frei. Was ist das denn? Ein Hund! Habt ihr die Hühner gesehen? Ah, da hinten ist ja. War übrigens auch ein Hund aus einem anderen Texturpack. Hühners! Hallo Hühners! Hey, Sie da mit dem aufregenden Eieiei am Arsch. So, kommen Sie mal mit. So, die Wölfe reißen ja nur Schafe, das heißt, wir können ja auch unbedenklich quasi passieren. Mit einem Passierschein. Wir könnten uns jetzt ja Wölfe holen, aber die finde ich halt immer so nervig, die Wölfe. Weil die irgendwie permanent, wenn man kämpft, kommen die an und dann machen die rum und dann sind die mitten im Kampf und dann haue ich die aus Versehen und ach, das nervt mich. Am Anfang fand ich das voll geil, weil um die Hunde haben. War immer froh, ich habe welche gefunden. Und jetzt bin ich immer so, ach, Hunde, ey, leck mir mal, ich keinen Bock auf Hunde. Weil dann sind die irgendwo in der Nähe, was weiß ich, zig Blocks weiter weg, dann warpen die im Kampf zu einem hin und wollen einem helfen, ist ja nett irgendwo. Dann habe ich sie irgendwo, wo ich sie nicht brauchen kann. Das letzte Mal waren sie mitten in meiner automatischen Farm. Standen sie plötzlich rum. Hatte ich einen Salat, haben sie alles platt getreten. Ja. Haben dann gekämpft mit mir auf engem Raume. Und da habe ich sie dann dabei geschlagen, im Affekt sozusagen. Und was hatte ich davon? Die Hunde waren dann sauer, sie waren tot und was alles passiert ist. Nee, du, da habe ich keine Böcke mehr drauf. Also, die Hunde können mir mal gestohlen. Hallo, Huhn. Können mir da ein bisschen mal gestohlen bleiben. Hallo, muss ich vielleicht zuerst durch die Tür, ihr blöden Hühner? Oh, jetzt raffen die wieder die Tür nicht so. Also, das habe ich jetzt keine Böcke mehr drauf. Das Thema Hund ist irgendwie nervig. Katze ist ganz lustig, aber Katze habe ich jetzt keine gesehen. So, jetzt zweimal Liebe. Lass euch da mal eben alleine. Pop, pop, ping, ein Mini-Kackerhuhn. Ja, haben wir das auch geklärt. Ist hier eigentlich schon irgendwas Sinnbefreites drin? Irgendwas, was wir brauchen können? Nö. Gehen Sie weg. Sie stehen im Weg, Mann. Hier wird gearbeitet, Typ. Ja, Hühner, ich weiß. Wollt ihr ein bisschen Melone? Hier habt ihr eine Melone. Ach nee, hier ist keine Melone. Okay, alles klar, hat sich geklärt. Lala. Fußbad. Okay, alles klar. Lalalala. Dann machen wir doch eben mal fix das Feld hier frisch. Ne, als Verantwortlicher hier für den Nahrungsmittel mache ich das mal so eben. So, unser Minifeld ist ja echt armselig. Warum läuft denn hier immer noch das Wasser? Vor allem, wo läuft es denn hin? Hm? Was ist denn der da? Mit der Tasche da oben, was bist du denn für einer? Bist du jetzt der Büchereifutzi oder was bist du eigentlich jetzt für einer hier von den Villagern? Naja, ist ja auch egal. Mach dein Ding, ey. So. Jetzt haben wir auch noch einen Hühnerstall am Start. Jede Menge Häuschen. Ab 15 Bewohner gibt es ja irgendwie Golems. Golems. Die sehe ich aber nicht. Ich sehe auch nicht einen Zuwachs an Bewohnern, um ehrlich zu sein. Sind das mehr geworden oder weniger? Wir haben noch mehr Häuser. Das ist ein Metzger, das sieht mal Blut. 1, 2, 3.
1, 2, 3 Villager sehe ich hier. 1, 2, 3 Villager. Wo laufen die mal rum? Villager 4. 4 Villager. Ich habe keine Ahnung, wie viele das sind, aber es sind auf jeden Fall zu wenige. Müssen wir jetzt mehr Häuser? Oh, ich habe aufgelassen. Ja, das ist ja tödlich. Müssen wir jetzt eigentlich. Ja, müssen wir jetzt eigentlich. Ach, guck mal, die Sonne, wie schön die da hinten runtergeht, so rot und so. Noch mehr Häuser bauen? Guck mal, wie fein. Ohne eine Dachterrasse, oder? Bei diesem abgespaceden Dachgedöns. Ja gut, dann würde ich sagen, generiere ich mal eine Nachtruhe. Und, was kann man hier noch rein? Das kann hier noch rein. Eier können hier rein. Mache ich mal so eine Nachtruhe und wieder eine Aufnahmepause und dann, ne? Lade ich das mal wieder hoch, weil es gab ja jetzt einige Zeit keine Let's Plays. Ja, damit kann ich mal Pfeile machen. Das muss man natürlich auch mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Keine Let's Plays. Über eine, keine Ahnung, eine Woche oder so habe ich jetzt nur die Multiplayer-Dinger hochgeladen. Aber gut. Man kann ja nicht alles haben, ne? Habe ich mir da mal sagen lassen. Kann man hier noch irgendwas reinpfeffern? Bäume haben wir schon vorne eigentlich in der Kiste. Egal, wir machen mal ein kleines Schläferchen.